Ja, das ist doch mal wieder ein schöner Köder, der wahnsinnig viele und unterschiedliche Fische rauszieht. Gutes Ding. Ja, ich teste hier gerade eine Stelle, die offenbar ganz gut liefert, plus einen Köder, der auch sehr, sehr gut liefert und das auch noch seltene Fische. Ich bin sehr gespannt, was da noch alles reingeht. Ich teste jetzt hier neben dem Köder und dem Spot natürlich auch noch verschiedene Führungsmethoden. Denn jetzt heißt es, wie triggert man denn am besten nochmal unterschiedliche Fische? Das ist halt wichtig jetzt, damit wir jetzt hier richtig schön den Kescher voll machen und im Idealfall auch noch was Seltenes fangen. Ja, denn so ein Keter, den brauchen wir ja nicht unbedingt. Also, gerade schon angefangen, erstmal nur mit Durchleiern, also nur so mit Tempo 20 bis Tempo 25, einfach locker durchgezogen. Da hilft es natürlich, wenn man eben das Tempo runterstellt, sagen wir mal so auf eine 20 und dann einfach automatisch einkurbeln lässt, damit das nicht die ganze Zeit und die ganze Zeit, du drückst dir ja einen heißen auf deiner Maus. Wenn dir das auch zu viel ist, ich verlinke nochmal das Video zum automatischen Einkurbeln, eine Möglichkeit, um das zu machen. Auch das tatsächlich eine legale Möglichkeit, um das automatische oder um das Tastendrücken sozusagen zu automatisieren, da das Ganze eben auch von Windows sozusagen oder von deinem Rechner sozusagen vorgegeben ist und das Angeln an für sich eben nicht automatisiert. Also es geht nicht darum, dass wir hier automatisiert immer wieder auswerfen und Fische reinholen oder dass wir eine Jig-Führung automatisch machen. Also es ist kein Makro in der Art, sondern wir stellen quasi nur eine Taste fest. Du kannst auch ein Blei drauflegen auf deine Taste. Ja, hier jetzt an der Stelle mit dem Köder fängt es halt schon gut an. Rotlachs, Silberlachs, Scherechnev-Saibling, Lennok, mongolische Rotfeder, 1,8 Kilo. Kamtschatka-Regenbogenforelle? Das ist alles nicht so schlecht. Ich überlege gerade die ganze Zeit, ob ich nochmal den gleichen Köder nehme, eine Nummer kleiner, um vielleicht nochmal eine höhere Frequenz zu kriegen. Andererseits wollen wir ja auch die dicken Brocken haben. Das heißt, wenn hier dann doch mal auf diesen Köder ein richtig schön großer Rotlachs reingeht zum Beispiel oder vielleicht die mongolische Rotfeder nochmal reingeht, wäre das natürlich auch der Hammer. Also locker durchziehen. Jetzt haben wir gerade ein bisschen Wetterwechsel, sehe ich. Von sonnig auf leicht bewölkt. Schauen wir mal gerade rein. Oha. Okay, es bleibt allerdings erstmal bewölkt und verregnet. Also heißt es hier wieder testen und probieren, wie sich jetzt das Wetter auswirkt. Wirkt sich auf jeden Fall aus. Also da werden wir jetzt auf jeden Fall einen Unterschied merken. Gerade noch schöner Sonnenschein in den Morgenstunden. Und jetzt so ab Mittag hört es dann langsam auf. Ja, jetzt heißt es, wie gesagt, testen. Eine Methode, die ich noch nicht getestet habe, das ist das Jiggen. Das heißt, wir bleiben auch erstmal noch hier auf dem Setup und dann jigge ich nochmal durch. So, gehen wir mal auf eine höhere Geschwindigkeit. Jiggen auch immer wieder interessant. Häufig geht da sowas wie die Kamtschatka-Regenbogenforelle rein. Denn anscheinend ist sie vielleicht eher so auf dem Grund aktiv. Dann hat man halt immer mal wieder die Kamtschatka beim Durchjiggen oder einfach mal so absinken lassen. Auch das ist eine Führungsmethode, die immer wieder ganz gut funktioniert. Man kurbelt ein bisschen ein, 3-4 Mal kurbeln und dann eine lange Pause auch einfach machen. Na, guck, die nächste Art hier. Also, das ist einfach wild. Ein Köder, der gerade ganz, ganz, ganz viel lockt, ganz, ganz, ganz viel verschiedene Fische anspricht. Das ist schon mal richtig nice. Bietet halt wirklich Potenzial. So, und jetzt wieder eine lange Pause machen. Und wieder eine lange Pause machen. Und es muss auch nicht mal unbedingt da unten das Jiggen stehen. Gerade auch in den Anfängen vom Gewässer wurde hier sehr, sehr, sehr viel mit Blinker hantiert. Und man kann tatsächlich, machen wir jetzt langsamer, nicht ganz so schnell. Man kann tatsächlich die Blinker regelrecht fast wegtreiben lassen durch die starke Strömung. Und trotz allem hat das immer noch ein bisschen getriggert. Schauen wir erstmal in das Setup rein und dann ändere ich
tatsächlich aber auch nochmal den Köder eine Nummer kleiner. Ich habe mir hier gerade nochmal eine neue Schnur geholt, und zwar eine Monoschnur mit 17,3 Kilo. Ich wollte mal unter den 19, sonst habe ich häufig 19 Kilo Monoschnur auch hier verwendet, was ganz gut ist. Ohne einen Vorfach, einfach hier eben nur die 17 Kilo Monoschnur, relativ dünn. Die Transparenz ist, naja, ein wenig vorhanden. Ich weiß nicht, inwieweit das hier mit dieser goldenen Farbe überhaupt noch transparent ist. Aber wir haben hier einen schönen Dehnungseffekt und es funktioniert eben auch so ganz gut. Also tatsächlich auch mit einer Mono ohne ein Fluoro-Vorfach oder Fluoro komplett. Also das teste ich jetzt erstmal noch eine Weile, weil die einfach nochmal dünner sind, eben als Fluorocarbon. Und vom Köder her, der ist natürlich auch wichtig, gucken wir mal eben rein. Das ist der Köder, der gerade die ganze Zeit so gut liefert. Also tatsächlich richtig nice, so dieses Kupfer-braunfarbene, passt richtig gut gerade. 1,0er Haken habe ich drauf, sollte an für sich reichen, auch so größenverhältnismäßig passt das ja auch ganz gut zusammen. Es ist nicht so ganz übertrieben hier unten dran. Vielleicht könnte man auch einen 1er noch nehmen, wenn man vielleicht dann eher so auf Silberlachs und auf Rotlachs aus ist. Aber auch damit haben wir ja gerade schon gesehen, sind Rotlachse reingegangen. Nächste Möglichkeit ist natürlich dann, das hier ist die 25 in der Suche, die 25er Größe. Und genauso gibt es die Weikos auch in der 14er Größe und sogar nochmal eine Nummer kleiner. Und ich nehme jetzt erstmal den mittleren. Ja, komplett übertrieben. Nee, den nehmen wir natürlich erstmal nicht. Also, Weiko 14, hier machen wir natürlich jetzt auch einen passenden Haken drauf. Und ich glaube, ich bleibe tatsächlich bei einem 1,0er. Auch das sieht immer noch vernünftig aus, das passt immer noch. Das heißt, den behalten wir einfach mal. Und jetzt wieder zurück auf die 14. Da oben ist er, Weiko 14 Gramm 02. Auch damit kommen wir hier auf dem Setup immer noch weit genug raus. Auch mit dem Yamaset Start sollten wir auch immer noch gut rauskommen. Ich verlinke auch das nochmal eben in ein Video, wie man am besten hier startet an dem Gewässer. Wenn man noch kein dickes, fettes Spinning-Setup hat, ja, sehr gut. Erster Fisch und das beim relativ schnellen, einfachen Durchleiern. Und natürlich auch sehr schön, den suche ich. Der darf auch gerne als Trophy hier reingehen. Wobei ich sagen muss, wenn hier auch mongolische Rotfedern reingehen, das ist ja der Oberhammer, ne? Also das Teil hier in nochmal richtig schön groß. Wäre der absolute Burner. 1,8 Kilo immerhin gerade schon. Und ich bin gespannt, wie da jetzt noch was reingeht oder was da alles reingeht. Ich leihe jetzt hier erstmal wieder weiter locker durch. Und dann, ja, haben wir auch schon bald die Abendstunden. In der Nacht teste ich wahrscheinlich auf Grund, muss ich mal gucken. Und ja, dann 4 Uhr morgens geht es wieder zum Spot. Und ich habe noch gar nicht den Spot gezeigt, verdammt. Der Spot hier oben ist es. Wer es noch nicht gesehen hat oder an den Koordinaten gemerkt hat, direkt hier unten in der Nähe vom Camp, also gar nicht weit laufen, eben hier runtergehen und dann gib ihm. Wie weit ist es? Ja, nicht wirklich weit, ne? Kann man mal eben dran vorbeilaufen und dann geht das hier los. Ja, jetzt wieder raus damit, durchziehen, locker durchleiern, testen und probieren und vor allem bei den unterschiedlichen Wetterbedingungen unterschiedliche Führungsmethoden verwenden und gucken, wie dann dieser Köder funktioniert. Ich vermute einfach mal allein von der Farbe, dass der vielleicht bei Sonnenschein ein bisschen besser funktionieren wird als jetzt in dieser Regenphase. Ich werde es weiter testen. Petri Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs, Freitags ab 19 Uhr. Petri.